Damen, meine Herren, mein Name ist Carmen Brablitz. Sie kennen mich ja schon aus dem ersten und dem zweiten Meeting. Heute präsentiere ich Ihnen den dritten Teil dieser dreiteiligen Karrierestyling-Webinar-Reihe. Und es geht genauso wie beim ersten Mal und beim zweiten Mal darum, dass wir beruflichen Erfolg nicht unbedingt über die Fähigkeiten definieren, die wir besitzen, sondern eher über die Fähigkeiten, die uns andere zuschreiben. Und wie wir das schaffen, dass andere Leute uns bestimmte Kompetenzen zuschreiben, uns als kompetent erachten, das macht einen wesentlichen Bestandteil der Kommunikation aus, wie wir also unsere Fähigkeiten bzw. Problemlösungskompetenzen nach außen hin kommunizieren. Wir, das heißt Fate Labs, das Institut für Karrierestyling, ist darauf spezialisiert, wie Sie nonverbal, also über visuelle Medien, über Ihre Person, Ihre Kompetenzen ab dem ersten Eindruck präsentieren. Und mit dieser Webinarreihe möchte ich Ihnen aufzeigen, wie stark Ihre Selbstpräsentation Ihren beruflichen Erfolg und Werdegang beeinflussen kann. Heute schauen wir uns an, wie Sie die strategischen Anlässe, also die wichtigen Momente in Ihrem Leben, mit einem gut durchdachten Selbstmarketing und in dem Sinne auch mit Ihrer Kleidung ein strategisches Werkzeug benutzen können. Und die Schwerpunkte heute liegen auf der Farbpsychologie, den Dresscodes und vor allen Dingen, wie Sie Ihre Persönlichkeit authentisch einsetzen können. Da wir heute ein paar Teilnehmer live dabei haben, würde ich Sie vielleicht ganz gerne ganz kurz über Ihre Erwartungshaltungen fragen, was Sie denn, also gerade von den strategischen Momenten im Leben, was da für Sie wichtig ist, damit wir da vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen können, beziehungsweise damit ich so ein bisschen weiß, was Sie erwarten heute Abend.